Jetzt entbrennt eine Politschlacht um die Bankenpleite im Burgenland. SP und ÖVP sehen in der jeweils anderen Partei ein Versagen der Kontrolle. Guten Abend bei der Zeit im Bild. Corona-bedingt ist der Sprit nicht nur billig, wir haben wochenlang auch kaum getankt und damit österreichweit 1 Milliarde Euro gespart. Und Großeinsatz der Feuerwehr aufgrund des Hochwassers. Es wird windig und kühl morgen. Auf der Suche nach Verantwortlichen für den Commerzialbank-Skandal zeigen sich immer mehr Verstrickungen. Und auch die Schadenssumme ist weit höher als bisher gedacht, Tarek. Der Schaden, der durch erfundene Guthaben und fiktive Kredite bei der Commerzialbank laut einem Bericht der Presse entstanden sein soll, beläuft sich auf 690 Millionen Euro. Geld, das es de facto nicht gibt. Was es gibt, aber nur bis zu jeweils 100.000 Euro durch die Einlagensicherung garantiert, das sind Spareinlagen in der Bank, 490 Millionen insgesamt. Ein Kunde, der dort Spareinlagen hatte, ist die RMB, die Regionalmanagement Burgenland GmbH. Und die ist deshalb interessant, weil sie in letzter Minute, wenn auch ohne Erfolg, eine Abhebung ihrer Einlage von 1,4 Millionen Euro durchführen wollte. Das Konto war allerdings schon gesperrt. Die RMB, die sich um die Abwicklungen von EU-Förderungen kümmert, ist übrigens eine 100% Tochter des Landes Burgenland. Die ÖVP sieht daher eine Verantwortlichkeit der SPÖ bei diesem Skandal. Die SPÖ aber verweist im Gegenzug auf das Aufsichtsgremium der Commerzialbank, denn im Aufsichtsrat sind viele Vertreter mit Verbindungen zur ÖVP zu finden. Aber um die gegenseitigen Schuldzuweisungen noch weiter zu treiben, wird auf eine Genossenschaft verwiesen, die 79% der Bank gehören und die muss rechtlich vom Land wiederum überprüft werden. In vielen Bereichen agieren hier also Menschen, die einander zumindest kennen. Und daher stellt sich die Frage, wer wen kurz vor der Pleite allenfalls informiert haben könnte. Am 14. Juli geht im Burgenland das Gerücht um, dass die Commerzialbank in argen Turbulenzen ist und wohl bald zugesperrt wird. Einige Kunden versuchen daraufhin noch schnell ihr Geld abzuziehen, darunter auch die Regionalmanagement Burgenland GmbH, eine Tochtergesellschaft des Landes. SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil bestreitet gestern zunächst noch empört einen Medienbericht, wonach die RMB GmbH in letzter Sekunde über 1 Million Euro abgehoben hat. Am Abend muss der Landeshauptmann aber einräumen, dass es zumindest den Versuch einer Überweisung sehr wohl gegeben hat. Natürlich ein Geschäftsführer, der sein Unternehmen vertreten muss, der in weiterer Folge für Steuergeld verantwortlich ist, hat es dann auch versucht in den Abendstunden. Doskozil wurde von der Finanzmarktaufsicht einige Stunden vor der Schließung der Bank vorab informiert. Er beteuert aber, die RMB GmbH nicht vorgewarnt zu haben. Die ÖVP verlangt trotzdem eine Offenlegung der Telefonprotokolle Doskozils. Der Chef der RMB GmbH erklärt zu seinem Abhebeversuch gegenüber der Zeit im Bild: Ich habe im Interesse der Gesellschaft gehandelt. Ich sehe es als Rettungsversuch, um Steuergeld zu sichern. Die Information habe ich aber nicht von der Landesregierung oder vom Landeshauptmann bekommen. Verboten sind diese Last-Minute-Behebungen jedenfalls nicht, sagt der Experte. Aus strafrechtlicher Sicht ist zu sagen, dass ein Gläubiger, der versucht, noch sein Geld zu bekommen und den insolventen Schuldner, also in dem Fall die Bank, dazu zu verleiten, ihm das auszuzahlen, nicht strafbar ist. Das ist ausdrücklich im Gesetz ausgeschlossen. Es dürften auch noch andere Personen und Firmen ihr Geld in letzter Minute abgezogen haben. Landeshauptmann Doskozil spricht von Beträgen bis zu 10 Millionen Euro. Die Opposition will nun zu der ganzen Causa eine Sondersitzung des Landtags einberufen. Und da wird es wohl auch um den möglichen Beginn des gesamten Skandals gehen. Der liegt weit zurück in den 90er Jahren, als der bisherige Bankchef Pucher die Commerzialbank aus einer Raiffeisenbank heraus gegründet hat. Schon damals hat es Ungereimtheiten gegeben und auf die wurde sogar aufmerksam gemacht. Das ist so weit gegangen, dass Pucher als Geschäftsleiter der Raiffeisenbank hätte abberufen werden sollen. Vor 25 Jahren gründet Martin Pucher die Commerzialbank mit 8 Filialen. Hauptsitz ist in Mattersburg. Zuvor war er Filialleiter der Raiffeisenkasse in der Gemeinde Zemmendorf. Nach einem Streit über die Geschäftsausrichtung kommt es aber zur Spaltung. Pucher geht mit seiner Regionalbank einen eigenen Weg. Wir haben immer nur bezahlt für Fehler und Dummheiten anderer und natürlich auch in den gesamten Geschäftsbereichen hat ein Sektor an uns mitverdient. Letztendlich fragt man sich dann über Jahre, ob das nicht sehr teuer ist, dass man sich diesen Verbund leistet. Im Gespräch mit Ö1 sagt nun der damalige Direktor der Raiffeisen Landesbank Julius Marholt:
Das war ein Ausschluss, weil unsere Revision festgestellt hat, dass die Form der Geschäfte nicht zu Raiffeisen passen. Derzeit im Bild will Mahold kein Interview geben. Gegenüber dem ORF-Radio erklärt der damalige Chef von Martin Pucher, die Revision der Raiffeisen Landesbank Burgenland habe 1995 verlangt, dass Herr Pucher als Geschäftsleiter abberufen wurde, weil er Geschäfte getätigt hat bzw. Geschäfte tätigen wollte, die ansonsten nur von Großbanken gemacht wurden. Begonnen hat es mit Größenwahn und geendet hat es im Verbrechen. Puchers Anwalt bestätigt heute, dass sein Mandant schon in den 1990er Jahren versucht hat, die Bankbilanzen zu schönen. Auch als Präsident des SV Mattersburg war Pucher nicht immer unumstritten. Wie es mit dem Fußball-Bundesligisten weitergeht, wird sich am Donnerstag entscheiden. Dann muss der Verein der Bundesliga das nötige Geld für den Verbleib in der höchsten Liga vorlegen. Und der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil ist heute Gast in der ZIB2 um 22 Uhr bei Armin Wolf. Der Bankenskandal im Burgenland überlagert in der Wahrnehmung gerade den letzten Skandal, der politisch aufgearbeitet wird, und zwar den Ibiza-Skandal. Der wird im Herbst im U-Ausschuss fortgesetzt, oder die Aufarbeitung vielmehr, mit der Hoffnung der Abgeordneten, über die bekannten Stellen des Videos hinaus mehr Bildmaterial sehen zu können und mit weiteren Auskunftspersonen, über deren Reihenfolge der Ladung weiter gerungen wird. Der Ibiza-U-Ausschuss war vor der Sommerpause viel mit sich selbst beschäftigt. Das gesamte Ibiza-Video liegt, 4 Monate nach dessen Sicherstellung, noch immer nicht vor. Und über die nächsten Auskunftspersonen konnte man sich auch heute nicht einigen. Wir haben versucht, Kompromisslösungen zu finden. Es ist leider nicht dazu gekommen, dass wir gemeinsam einen Schluss gemacht haben heute. Wir müssen jetzt schon die nächsten Tage wie immer zu einer Einigung kommen. Fix scheint, bei der ersten Sitzung am 9. September wird Vorsitzender Sobotka selbst geladen. Ich habe immer gesagt, ich komme. Auch die ÖVP bestätigt das. Wir sehen das als einen wichtigen Punkt und auch als Zeichen für die Wertigkeit des Untersuchungsausschusses, dass wir ganz zu Beginn auch gleich dass der Präsident auch hier zur Verfügung steht. Auch Ex-Finanzminister Löger, Landeshauptmann Doskozil oder Investor René Benko sollen aussagen. Thematisch wird es um die Casinos, um private Krankenanstalten, aber auch wieder um die Schredder-Affäre gehen. Streit gibt es noch wegen der Ladungsreihenfolge. Die FPÖ vermutet taktische Spielchen vor der Wien-Wahl im Oktober. Und da dürfte aus meiner Sicht die Wien-Wahl kein Thema sein, aber faktisch war es so bei der Besprechung. Natürlich wird hier parteipolitisch herumschockiert. Kommt nun also ein Machtwort des Vorsitzenden? Wird der selbstgeladene Nationalratspräsident jetzt die Ladungsliste machen? Es hat hier niemand dieses Ultimatum total ernst genommen, weil das auch ein vollkommen willkürlich gewähltes Datum war. Wie so oft in diesem Ausschuss heißt es also auch heute wieder, bitte warten, nächster Versuch übermorgen. Corona hat zwar vielen Haushalten Einnahmen wegbrechen lassen, allerdings es hat auch Bereiche großer Einsparungen gegeben, und zwar beim Tanken. Eine ganze Milliarde war es, die wir da gespart haben. Zum einen, weil die Spritpreise mit Beginn der Krise gefallen sind, und zum anderen, weil wir deutlich weniger unterwegs waren. So hat es am Höhepunkt der Corona-Krise auf Österreichs Straßen ausgesehen. Etwa auch die Brennautobahn war während des Lockdowns wie leer gefegt. Stillstand auch an der Zapfsäule. Von Jänner bis Juni haben die Autofahrer in Österreich im Vergleich zum Vorjahr um 250 Millionen Liter Benzin weniger getankt. Unterm Strich waren es 790 Millionen Liter. Auch beim Diesel gab es einen ordentlichen Rückgang von 4,1 Milliarden auf 3,3 Milliarden Liter, wobei hier auch die Tankfüllungen für Lkw mit eingerechnet sind. Der Rückgang erwartbar, die Dimension aber überraschend. 1 Milliarde Liter weniger Diesel und Benzin, die im ersten Halbjahr getankt wurden, das ist historisch, das hat es in dieser Form, so einen Rückgang hat es bisher noch nicht gegeben. Mittlerweile läuft oder steht alles wie gewohnt. In den Ballungszentren hat der Autoverkehr wieder stark zugenommen, auch weil viele Menschen aus Angst vor einer Ansteckung die öffentlichen Verkehrsmittel meiden. Eine Angst, die man den Menschen aber nehmen kann, so der Verkehrsclub Österreich. Ein wesentlicher Punkt ist, dass wir aus dieser Krise lernen, dass wir verstopfte öffentliche Verkehrsmittel vermeiden müssen. Und das ist ja möglich, indem man häufigere Verbindungen beispielsweise anbietet. Viele sind seit Corona aber ganz um oder eher aufgestiegen. Der Radverkehr, vor allem in den Städten, hat deutlich zugelegt. Auch so spart man Spritkosten. Hier hoffen wir, dass das Spritsparen künftig nur eine bewusste, aber freiwillige Entscheidung ist und nicht aufgrund eines
neuerlichen Lockdowns geschieht. Dieses neuerliche Herunterfahren der Wirtschaft wollen die Franzosen jetzt mit allen Mitteln verhindern. Weil die Pandemie wieder aufflammt, wird dort die Maskenpflicht ausgeweitet und scharf kontrolliert. Ohne Maske kein Flanieren. In Lille, im Norden von Frankreich, gilt die Maskenpflicht von nun an auch draußen. Jeden Tag kommen neue Städte hinzu, in denen auf diese strenge Maßnahme zurückgegriffen wird. Sogar auf einigen Stränden in Frankreich muss nun Mund- und Nasenschutz getragen werden. Die Reisezeit hat die Erkrankungszahlen in Frankreich zuletzt wieder in die Höhe schießen lassen. Die Regierung verlangt nun von Flugreisenden aus 16 Ländern, alle außerhalb der EU, bei der Ankunft einen negativen Corona-Test. Am Flughafen Charles de Gaulle in Paris wurden Gratis-Testzentren errichtet. Wir sind auf dem Weg nach Französisch-Polynesien und müssen dort einen negativen Test vorweisen. Den machen wir jetzt hier. Wir wollten sicher gehen, weil wir unsere Oma besuchen. Diese Tests sind gut, damit wir das Risiko eines neuerlichen Lockdowns verhindern. Auch Reisende, die keinen Covid-Test vorweisen müssen, nutzen das Angebot. Innerhalb weniger Stunden steht das Ergebnis fest. Frankreich verstärkt jetzt in vielen Bereichen die Maßnahmen, um ein Ausbreiten des Virus zu verhindern. Allerdings brauchte es erst ein Wiederaufflammen der Pandemie, damit endlich gehandelt wird. Wie intensiv die Pandemie in Italien war, das haben wir zuweilen durch erschreckende Bilder gesehen, die am Höhepunkt der Krise zu uns gelangt sind. Aber jetzt zeigt sich, sie war im Verborgenen noch schlimmer. 6-mal mehr Menschen als offiziell gezählt waren in Italien mit dem Coronavirus infiziert. Das belegt eine neue Antikörperstudie. Wer solche Antikörper hat, hatte auch das Virus, selbst wenn er es nicht bemerkt hat. 250.000 Coronavirus-Infektionen sind in Italien offiziell bestätigt. Tatsächlich könnten 1,5 Millionen Italienerinnen und Italiener mit dem Virus in Kontakt gekommen sein. Hier im Latium 1% der Bevölkerung, 7% in der Lombardei, nur 0,3% in Sizilien, 2,5% im nationalen Schnitt. Es ist das erste Ergebnis einer Antikörperstudie, die alles andere als einfach war. Länger als geplant hat sie gedauert und sie musste mit weniger als den ursprünglich geplanten 150.000 Tests auskommen. Um einen Querschnitt durch die Bevölkerung zu gewährleisten, sollten ausschließlich nach bestimmten Kriterien ausgewählte Personen getestet werden. Doch viele der Ausgewählten haben sich verweigert. Nach dieser Studie weiß man nun auch, dass 30% der Infizierten keine Symptome gezeigt haben und mit fast 42% der größte Teil der Infektionen im Familienverband erfolgt ist. Nur je rund 10% haben sich am Arbeitsplatz oder im Krankenhaus angesteckt. Auch im schwer getroffenen Italien decken sich die Ergebnisse mit internationalen Erfahrungen, denn die Hälfte der Fälle war hier in der Lombardei konzentriert. Von Entwarnung also auch in Italien keine Spur, vor allem zumal man nicht weiß, ob Antikörper entwickelt zu haben, auch vor einer neuerlichen Infektion schützt und wenn ja, für wie lange. Intensiver als geglaubt, dürfte sich auch im Iran das Virus ausgebreitet haben. Demnach sind bisher rund 42.000 Menschen an Covid-19 gestorben. Das ist fast dreimal so viel, wie in den amtlichen Statistiken angegeben wird. Offiziell heißt es, man habe die Lage im Griff. Doch die Enthüllungen der BBC untermauern den Vorwurf, dass die iranischen Behörden die Öffentlichkeit in die Irre führen. Laut BBC sind rund 500.000 der insgesamt 80 Millionen Iraner infiziert, fast doppelt so viele wie offiziell angegeben. Auch der Regierungssprecher und der Gesundheitsminister sind vor kurzem positiv getestet worden. Der Nahe Osten galt bisher als Zentrum des dschihadistischen Extremismus, doch mehr und mehr gerät Afrika in den Fokus von Terrorgruppen. Der IS oder die Al-Qaida, die ihre Herrschaftsgebiete verloren haben, sind in Afrika auf dem Vormarsch. Der Sahel, wörtlich das Ufer der Wüste, erstreckt sich am Rande der Sahara und ist fast doppelt so groß wie Westeuropa. Es sind vor allem die Länder des westlichen Sahelstreifens, die zur Heimat für zahlreiche muslimische Terrorgruppen geworden sind. Denn mit der extrem jungen Bevölkerung finden Extremisten hier viel Potenzial für Rekrutierungen. Die schwachen Regierungen finden darauf keine Antwort. Und besonders besorgniserregend sind die Entwicklungen in Burkina Faso und in Mali, berichtet Margit Maximilian. Tränengas, Straßensperren, brennende Autoreifen. In Mali hat Anfang Juli ein Bürgerprotest begonnen, den die Führer der Region seither verzweifelt zu entschärfen suchen.
In der Nacht sind schwer bewaffnete Männer ins Dorf gekommen und haben sofort zu schießen begonnen, erzählt dieser Flüchtling in Burkina Faso. Regelmäßig gibt es im Sahel blutige Anschläge mit Dutzenden Toten. Die weiten Wüstengebiete sind unkontrollierbar. UN-Blauhelme, Antiterrormissionen und zigtausende französische Soldaten, die seit Jahren hier stationiert sind, können ein Lied davon singen. Die Demonstranten in Malis Hauptstadt verlangen den Rücktritt von Präsident Ibrahim Boubacar Keita, dem sie Korruption und Unfähigkeit vorwerfen. Dessen Sohn Karim sorgt indes mit solchen Videos für Unmut. Sie haben die ZIP aus Mali erreicht und zeigen ihn beim Feiern auf einer Yacht mit Prostituierten. Zwei Drittel der Malier sind jünger als 25. Sie sind arm. Das Frustrationspotenzial ist enorm. Gekonnt heizen die Dschihadisten lokale Konflikte der Volksgruppen an. Die Gewalt führt zu Rache, Misstrauen und immer mehr Gewalt. Viel steht auf dem Spiel in diesen Tagen in Mali für Westafrika und damit auch für Europa. Bei schweren Explosionen in der libanesischen Hauptstadt Beirut sind am Abend mindestens 10 Menschen ums Leben gekommen, hunderte weitere wurden verletzt. Die Explosionen sind in weiten Teilen von Beirut zu spüren. Augenzeugen berichten von bebenden Gebäuden. Die Druckwelle zieht eine Schneise der Verwüstung durch die Straßen der libanesischen Hauptstadt. Das Industriegebiet des Hafenviertels ist in eine dicke Rauchwolke gehüllt. Die Zahl der Opfer dürfte noch steigen. Über das Ausmaß der Schäden herrscht noch Unklarheit. Der Libanon befindet sich derzeit in einer besonders schwierigen Lage. Das Land kämpft mit einer schweren Wirtschaftskrise. Zugleich haben die Spannungen mit dem benachbarten Israel zuletzt wieder zugenommen. Ob es bei den Explosionen einen politischen Hintergrund gibt, ist aber noch völlig unklar. Wir berichten gleich, in welchen Regionen Österreichs es besonders heftig geregnet hat und wie schlimm die Schäden dort sind. Zuvor aber noch andere Meldungen des Tages. Trotz internationaler Sanktionen macht Nordkorea bei der Entwicklung von Atomwaffen Fortschritte. Das geht aus einem Bericht der Vereinten Nationen hervor. Mehrere Länder gehen demnach davon aus, dass Nordkorea kleine nukleare Vorrichtungen entwickelt haben könnte, die in Sprengköpfe ballistischer Raketen passen. Das Arbeitsmarktservice AMS hat bisher rund 4,1 Milliarden Euro an Kurzarbeitsgeld ausbezahlt. Die Anträge von Unternehmen auf Verlängerung der Kurzarbeit sind unter den Erwartungen geblieben. Aktuell sind 450.000 Personen auf Kurzarbeit. Laut Arbeitsministerin Aschbacher haben von 65.000 Anträgen auf Unterstützung aus dem Corona-Familienhärtefonds etwa 20.000 Familien bereits Geld erhalten. Etwa 8.000 Anträge wurden abgelehnt, der Rest wird erst entschieden. Die Nachricht hat in Spanien gestern Abend eingeschlagen wie eine Bombe. Ex-König Juan Carlos geht ins Exil. Er sei untergetaucht, schreiben Spaniens Medien heute. 1975 ist der Bourbone als König eingesetzt worden, damals noch unter Diktator Franco. Später spielte er eine wichtige Rolle bei der Demokratisierung des Landes. Er verurteilte öffentlich den Putschversuch von 1981 und positionierte sich entschlossen an der Seite der Demokratie. 2014 hat er dann den Thron an seinen Sohn Felipe abgegeben und ab dann ging es mit seiner Beliebtheit bergab. Eine umstrittene Elefantenjagd in Afrika, Seitensprünge und zuletzt auch eine Korruptionsaffäre, das können ihm viele in Spanien nicht verzeihen. Schon am Wochenende hat er offenbar geheim das Land verlassen, Richtung Dominikanische Republik, vermuten spanische Medien. Josef Manola mit den Reaktionen aus Madrid. Am Tag, nachdem Juan Carlos sich ins Exil abgesetzt hatte, sieht man nur wenige Besucher beim Königspalast. Hier hatte der Ex-Monarch 39 Jahre amtiert. Er wurde von den Medien verfolgt und hat sich für den Weg ins Ausland entschlossen. Wo sich der unter Korruptionsverdacht stehende Altkönig befindet, weiß niemand. Von einer Reise nach Portugal ist die Rede. Von dort soll er inzwischen in die Dominikanische Republik weitergeflogen sein. Er könnte sich in diesem Resort befinden. Juan Carlos wurde von seiner ehemaligen Freundin vorgeworfen, 65 Millionen Euro Provisionen aus Saudi-Arabien kassiert und in die Schweiz gebracht zu haben. Die Affäre sorgt für Empörung in der Bevölkerung. Sohn Felipe drängte den Vater zur Abreise und will versuchen, den Imageschaden der Monarchie zu reparieren. Don Juan Carlos.
Juan Carlos hat erklärt, er werde sich einem eventuellen Gerichtsverfahren in Spanien stellen. Während der sozialistische Ministerpräsident die Ausreise des ehemaligen Königs gutheißt, spricht sein Stellvertreter von der Linken Podemos von einer Flucht vor der Justiz. Die Debatte über die Abschaffung der Monarchie und die Einführung der Republik in Spanien nimmt Fahrt auf. Berichtet Josef Manola. Robert Seethaler hat einen neuen Roman geschrieben, Der letzte Satz heißt er, und stellt den weltberühmten Komponisten und Dirigenten Gustav Mahler ins Zentrum des Geschehens. Der in Wien geborene Seethaler hat sich mit Romanen wie Der Trafikant und Ein ganzes Leben international einen Namen gemacht. Wir treffen Robert Seethaler in einem Berliner Park. Sein neuer Roman, Der letzte Satz, begleitet Gustav Mahler auf seiner Reise quer über den Atlantik von Amerika nach Europa. Mit Mahler verbindet den Autor die Musik. Ich trage diesen Glutpunkt schon seit vielen Jahren in mir und jetzt hat er dann irgendwann so zu leuchten und sich zu bewegen begonnen. Gustav Mahler entsinnt sich im Buch in Rückblicken an seine Jahre als Direktor der K&K Hofoper, an antisemitische Übergriffe, an den Tod seiner Tochter Marie. Mit ihm an Bord seine große Liebe, die junge Alma Mahler. Es ist eine Beziehung nicht ohne Qualen. Ja, so ist die Liebe. Die Liebe ist nicht immer nur das Wandern auf rosa Wolken. Die Liebe hat viel mit Härte zu tun. Ich denke auch, dass für viele Menschen oder für manche Menschen die Liebe schon ein Geschenk sein kann. Für andere ist es aber auch nur ein Schicksal, das man ertragen muss. Robert Seethaler blickt hinter den Mythos Gustav Mahler und zeichnet mit viel psychologischem Gespür das Bild eines innerlich zerrissenen Menschen. Bevor wir jetzt gleich darauf blicken, wie das Wetter in der Nacht und morgen wird, schauen wir zurück, was es zuletzt angerichtet hat. Heftige Regenfälle haben zu Überschwemmungen und zu Vermurrungen geführt. In manchen Regionen hat es so viel geregnet wie sonst im gesamten August. Wenn die Prognose stimmt, so könnte der Inn in Schärding in der Nacht einen Wasserstand von 8,50 Meter erreichen, also doppelt so hoch sein wie normal. Der Pegel steigt von Minute zu Minute. Der Regen hat zwar aufgehört, aber immer noch kommt Wasser aus Bayern, wo die Autobahn A8 heute wegen Überflutung teilweise gesperrt war. Die Innenländer in der Altstadt von Schärding ist überschwemmt, auch andere Teile sind bereits betroffen. Das letzte große Hochwasser hat es hier 2013 gegeben. Damals hat der Inn eine Höhe von 10,57 Meter erreicht. Millionen wurden in einen mobilen Hochwasserschutz investiert. Der ist jetzt zum ersten Teil schon gestern aufgebaut worden und zum zweiten Teil wird er jetzt gerade aufgebaut und soll eben die Altstadthäuser bis zu einem Pegelstand von 9 Meter schützen. Man hofft, dass dieser auch ausreicht. Im benachbarten Bezirk Braunau mussten einige Landesstraßen aufgrund von Hochwasser gesperrt werden. Der Starkregen mit bis zu 100 Litern auf den Quadratmeter hat auch in Kärnten Schäden angerichtet. Eine Mure ist im Ortskern von Steindorf am Ossiacher See abgegangen. In den 3 Meter hohen Geröllmassen ist ein Auto stecken geblieben. Der Fahrer konnte vom Dach des Wagens gerettet werden. Leider Gottes ist das Auto da jetzt unter den Schlammmassen drinnen, aber er wurde geborgen und unverletzt. In der Steiermark wurde am späten Nachmittag Graz und Umgebung von massiven Regenmassen heimgesucht. Bis zu 50 Liter Wasser pro Quadratmeter kamen hier vom Himmel. Es ist das letzte Aufbäumen des Regentiefs. Und das nimmt uns jetzt schon ein wenig die Spannung vor dem zu erwartenden Wetterbericht. Manfred Bauer hat gleich die Aussichten für uns. Dann folgt der Sport. Einmal im legendären Old Trafford Stadion in Manchester zu spielen, dieser Traum vieler Fußballer, geht morgen für die Spieler des Bundesligisten LASK in Erfüllung. Mehr dazu gleich. Von uns war's das für heute. Bis morgen. Auf Wiedersehen.